Herzlich willkommen beim neuen Video. Heute bauen wir den letzten Teil von der Fernzündung. Da löten wir jetzt erstmal an die letzten Chinch-Buchsen die Kabel drauf. Wir verzünden jetzt da nur die eine Seite und löten die Kabel dran. Also das ist, was wir immer eine innere Seite und eine äußere. Wir machen immer nur die äußere. Man könnte das Ganze anstatt den 4 Buchsen auch mit 2 lösen. Und wir haben es jetzt dazu gemacht, weil es schon ausschaut. Dann mache ich jetzt eben die Kabel drauf. Das sind dann auch wieder 4 Stück. Jetzt haben wir erstmal hier die Chinch-Stecker. Das sind jetzt ein paar zu viel und da beißt das Kabel, das ist zweiadrig. Das verlinke ich in der Videobeschreibung wieder, wie immer. Wir schrauben jetzt dazu einen Stecker auf, der schaut so von innen aus. Dann haben wir das Kabel abisoliert und verzinnen jetzt die beiden Enden. Jetzt verzinnen wir halt den Stecker nur. Also ist auch wieder wichtig, dass wir immer nur die eine Seite nehmen. Also da könnte man ja zwei Adern in einer nehmen. Also das ist, ihr müsst es halt auf der Buchse gleich machen wie auf dem Stecker, weil sonst herrscht da gar kein Kontakt. Wir nehmen jetzt auch für das Kabel zwei Stecker. Ihr könnt es natürlich wieder anders machen, aber ist dann euch überlassen. Jetzt machen wir da diese Quetschverbindung zu, diese Art Zugentlastung. Und danach können wir den ersten Stecker schon zuschrauben. Das Ganze machen wir dann nur mit dem zweiten Stecker. Das haben wir jetzt halt nicht gezeigt, weil das würde ein bisschen länger dauern sonst. Wenn ihr wieder wie immer Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr uns auch über WhatsApp schreiben. Die Nummer ist dann jetzt wieder hier eingeblendet. Und wenn ihr Interesse habt an so einer WhatsApp-Gruppe, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Dann werden wir das mal machen. So schaut das Ganze jetzt halt fertig aus. Das andere Ende vom Kabel muss man jetzt halt noch abisolieren, dass man dann eben die Zündschuhe dran machen kann. Jetzt verlöten wir schnell noch die Kabel, die wir vorher dran gelötet haben, von den Buchsen an einen Minuspol. Also alle auf den zentralen Minuspol. Aber wie gesagt, ihr könnt die ganze Schaltung eigentlich auch ändern, wie ihr wollt. Den Schaltplan findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Wie jetzt mal eigentlich. Den werde ich jetzt auch noch in den letzten Teilen von dieser Videoserie verlinken. Also, wenn ihr jetzt Teil 1 anschaut, müsst ihr da auch den Schaltplan schon finden. Das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.